Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Jetzt brauchen wir den Crystal Grow Accelerator. Dazu benötigen wir die Flux Block. Dazu brauchen wir die Flux Crystals und die stellen wir hier mit Charged Zertus Quartz, Nita Quartz und Redstone. Also suchen wir mal das alles zusammen. Einiges müsste hier hinten sein. Zumindest der Redstone, so viel werde ich nicht brauchen, und der Charged Zertus Quartz. Die sollten es sein. Okay. Und jetzt brauchen wir noch den Nether Quartz. Da muss ich mal schauen, ob wir noch was haben hinten in den Truhen. Oder hier haben wir ja noch etwas. Aber am besten brauche ich halt gleich 6 solche Blöcke. Wenn möglich, damit ich dann den bessere Version von den Sachen herstellen kann. Da haben wir nochmal 2. Aber das war's so ziemlich. Ja. Noch machen können ist, dass wir hier kurz schauen, ob wir da was rausbekommen. Ich bezweifle es aber fast. Ja, haben wir sogar einen ganzen Crystal rausbekommen, das ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir sonst noch alles kriegen. Der kann da rein. Da hätte ich ja nochmal 6 solche. Da habe ich 4 sogar von denen. Das alles kann rein, das kann rein, das hier. Das Zeug. Okay. Machen wir mal weiter mit den restlichen. Gut. Das noch alles rein. Ich glaube, das war's so ziemlich. Die kommen dahin. Das brauche ich nicht, das nicht und das eigentlich alles auch nicht. Okay, dann habe ich jetzt 14, also können wir schon mal 28 von den Kristallen herstellen. 4 habe ich noch, sind wir bei 32. Sollte hoffentlich reichen. Was war denn das jetzt? Hat das Inventar wieder schneller eingesammelt als die anderen herstellen konnten. Okay, dann können wir jetzt 6 Stück normal herstellen. Passt. Weil damit können wir dann schon mal die erweiterte Version bauen. Brauchen wir davon 3-mal das Ganze, also brauchen wir hier nochmal 6 Stück. 3-mal die Quarzkabel. Da haben wir bloß noch eines, also brauchen wir nochmal welche. 3 Dust. 1, 2, 3. Die kriegen wir ja hinten immer raus. Also können wir die gleich hernehmen. 6 davon. Und kombinieren mit denen hier. Ich kriege ja da immer gleich mehr als nur 2 raus, bin ich dumm. Ja. Und vor allem, ich brauche jetzt für außen wieder Quarz. Okay, plus Quarzglas. Das geht ja noch. Ich dachte schon, ich brauche da jetzt das schwere, das größere Zeug. Also die, wie heißen's, die. Ja, wo man das Netherquarz herstellt. Hier, das ist ja nichts. Okay. Dann hier hoch wieder. Brauchen wir noch mal mehr Glas. Ich glaube, die waren immer die, wo ich im 3 im so aufbauen muss, ja.
Ups. Ich glaube, das ist jetzt schon zu viel, oder? Jo. Dürfte eigentlich so reichen, wie ich es jetzt habe. Na. Boah, was ist denn los? Jetzt hat. Habe ich hier schon mal die alle, hier die alle. Jetzt brauche ich noch mal Eisen. Jetzt habe ich die 6 Stück. Cool. Weil jetzt bauen wir uns gleich die große Variante von Applied Energistics 2 Stuff. Da benötigen wir nochmal das hier, also jetzt den letzten, den wir noch haben. Eine Truhe. Habe ich hier noch irgendwo eine? Weil dann brauchen wir auch noch einen Hopper. Das alles und das hier. Ja, sogar richtig hingesetzt. Habe jetzt nicht mitgerechnet. Server closed. Okay, ist der Server abgestürzt. Ja. Gut, war es eigentlich eh mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.